Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Singleplayer Let's Play für unseren Kanal FlashX5. Ich bin's, der Leo, und ich spiele Trine 2. Bis auf die Demo habe ich es noch nicht gespielt, also es ist völlig blind sonst. Und ja, was gibt's sonst zu sagen? Ich hatte mal Bock auf ein Singleplayer Let's Play. Ja, so heißt es. Und dann fangen wir einfach mal an. Die Geschichte beginnt und ich halte mir meine Klappe. Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Okidoki. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll. Und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Interessant, interessant. Dann starten wir doch einfach mal die Story. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Aha. Hey, mach das aus. Ich bin hier am Schlafen. Was ist denn? Wer ist da? Puh, gruselig. Gefällt mir bis jetzt schon mal sehr gut. Die Steuerung ist ja auch standardmäßig. Und ich darf hier den Zauberer spielen. Und ja. Spring W geht auch mit Leertaste. Und ja. Ich kenne mich hier schon ein bisschen besser aus, also wusste ich, dass hier einfach mal eine Blase kommt. Ach. Oh, der Amadeus, der ist schon ein richtiger Player. Markiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. So. Also manchmal, da halte ich halt meine Fresse, deswegen sage ich auch nicht so viel, damit man auch mal was hört. Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Und da hatte ich schon wieder gerade meinen Mund auf. Ich bin einfach ein bisschen ruhiger und versuche nicht dazwischen zu reden. So, Amadeus, du schaffst es. Da ist schon wieder Licht. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Der Trine. Der Trine. Pontius! Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz der arme Amadeus. Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ich werde herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Hm.
Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. So muss es sein. Also falls ich mal dem Erzähler dazwischen rede, tut es mir natürlich leid. Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. So, zerschlagen wir nochmal die Ranke. Das wäre richtig gut. Oh. Der arme Pontius. Ich muss die ganze Zeit an Pontius Pilatus denken. Das ist natürlich wer anderes. Oh oh, das sieht gefährlich aus. Oh oh, die Höhle. Was mit der Höhle? Mein Gott, oh mein Gott. So. Oh nein. Weg mit dir. Des Unkraut. Euch werde ich helfen. Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Echt mal. Nichts könnt ihr. Der Trine. Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Okay, schon wieder der Trine. Spät in der Nacht war Zoya in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Ah, die kann also ein paar Pfeile schießen und so. Das finde ich doch schon mal ganz angenehm. Oh, das ist aber ziemlich geil gemacht irgendwie. Gefällt mir schon mal sehr gut. Kann ich irgendwas machen? Nö. Hier sind zwei Eingangslöwen. Auch ganz schön. Zoya glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Okay, das war, glaube ich, nicht so geplant. Naja, müssen wir jetzt mit leben, dass wir den nicht kriegen. Den anderen auch nicht und den anderen auch nicht. Okay. Kriegen wir wenigstens den. Das hat immer was mit dem Shrine zu tun hier bei denen. Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Okay, ich glaube, ich muss da hoch. Ja. Oh Gott, wie ist denn das gemeint? Also ich muss jetzt hier hoch, das ist klar. Jetzt mache ich mich so hoch. Jetzt muss ich ja eigentlich hier hinten drüber springen, ne? Ja. Zoya entschied sich, nach oben zu klettern und sich umzusehen. Ach so, ich könnte auch so machen. Ja, ja, okay. Entschuldigung, wenn ich mal ein bisschen noobe, aber verzeiht es mir. Ich spiele solche Spiele sonst auch nicht so oft. Ah, was mache ich denn da? Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich hoffe, ich habe es verstanden. Weil es ist ja doch ein bisschen rumnubig. Ein bisschen nubig.
großartige Musik ist schon mal sehr passend. Oh Gott, was mache ich denn? Ich bin so schlecht. Kann ich zu der oberen Lampe nicht hin? Oh, es tut mir so leid für alle Zuschauer, dass ich hier so rumnube. Ah, jetzt habe ich es endlich. Wurde auch mal Zeit, ey, also echt, wie ich hier rumgefailt habe. Das würde ich so machen, wenn es gleich geht. Yo. Easy. Ganz easy. Jetzt muss ich hoch. Mach ich doch glatt mal so. Springe hier rüber. Und geh dann noch einen weiter. Ich finde, das ist. Also, es flasht mich irgendwie gerade ein bisschen. Das ist richtig geil gemacht irgendwie. So Spiele habe ich auch noch nicht gespielt. Der Trine. Wie lästig. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sagt mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Okay. Jetzt sind alle wieder vereint. Also war wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Dann lässt der Erzähler mir hoffentlich jetzt hier auch mal das Wort. Bisher fand ich es sehr schön gemacht, gute Musik. Und ja, ich würde sagen, die erste Folge kann man hier sehr gut beenden. Für Dazwischenräder oder Nubigkeiten wie eben bei Soja tut es mir natürlich leid. Und ich mache erstmal einen Cut und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.